Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir in einen Valentinstagskalender reinschauen. Hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Zum Valentinstag hat Lancôme nämlich einen Kalender rausgebracht. Und das ist La Nuit Trésor da drin. 95 Tacken kostet das Schätzelein. 180 Euro Warenwert sollen da drin sein. Und ich würde sagen, wir schauen mal hinein. Für 95 Euro hätte das auch ein Boxen-Adventskalender, Adventskalender vor allem, ein Boxenkalender sein können. Aber nein, es ist ein Kläppchenkalender. In der Nummer 1 haben wir eine kleine Größe von einem Lippi. Und zwar Drama Matt 505 Lapsolo Rouge. Das ist ja, ein Lippenstift in einer Reisegröße. Sammy ist hier auch mit am Start. Es ist auf jeden Fall ein matter, feuerroter Lippenstift, der natürlich 1A zum Valentinstag passt, weil Rot ist ja die Farbe der Liebe und so, ne? Dann passt das schon. Okay, okay, es ist schon sehr hochwertig gemacht. Also wenn man das so sich anschaut, ne? Oh, guck mal, hier hinten steht drauf, wie viel Produkt da drin ist. 1,6 Gramm waren das gerade übrigens. Am 2. Februar haben wir dann Genifique Yeux, Advanced Genifique Yeux, Youth Activating Augencreme. Ja, 5 ml sind hier drin enthalten, eine Augencreme. Ich glaube, die hatte ich schon mal und die fand ich gut. Meine ich nämlich schon. Auch bei diesem Adventskalender mit dabei ist die Nummer 3. Und da haben wir passend zu dem Parfum, was uns dann in der 14 erwarten wird, La Nuit Trésor. Das ist eine Perfumed Body Lotion mit 50 ml. Sowas finde ich auch immer sehr passend, weil wenn du das halt verwendest und dann auch den Duft dir aufsprühst, dann intensivierst du ja nochmal den Parfumduft, macht das Ganze langanhaltender. Und ich finde, dass es dann auch irgendwie so abgerundet ist. Und deswegen finde ich das echt cool. Und ich freue mich schon so auf das Parfum. Oh. Hier haben wir die Nummer 4. Na, freut ihr euch auch schon so auf Santa Claudi? Ja, ich weiß, es ist jetzt echt noch Frühling, aber ich habe so Bock drauf. Hier habe ich eine kleine Größe von dem Bifacil, 30 ml. Das ist so ein Zwei-Phasen-Make-up-Entferner. Ja, kann man für eine Reise vielleicht nehmen. Ich bin einfach ein Fan von Double Cleansing und da je Poda, 30 Claudis Welt, das ist übrigens da aktuell mein Code, jetzt aktuell auch schon die Reisegrößen rausgebracht hat, brauche ich eigentlich keine Reisegröße mehr von sowas, ne? Weil ich Double Cleanse. Sagt man das so? Ist das Verb von Double Cleansing, Double Cleanse? Ich cleanse double? Oh. Also hier stehen auch schöne Sprüche drin, dass wir uns irgendwie wie eine Rose fühlen sollen und so weiter. Ne? Dass man da schon mal so ein bisschen, Sammy, was machst du da? Dass man da schon mal drauf vorbereitet wird. Hier habe ich jetzt was mit 15 ml drin. Lancôme Absolu. Ein Gel Cleanser. Purifying Brightening Gel Cleanser. Okay, ja. Auch das ist zur Gesichtsreinigung gedacht. Genauso wie das Abschminkprodukt, was wir eben hatten. Aber ein Gel Cleanser ist meistens eher so dafür da, damit du deine Haut nochmal intensiv auch von dem Make-up-Entfernungsprodukt reinigst. Weil da sind ja auch meistens halt Öle drin, ne? Okay, ja, gut, schön. Der 6. Februar ist natürlich nicht Nikolaus, wäre aber beim Adventskalender Nikolaus. Hier haben wir... Sammy. Nein, Sammy ist nicht im Adventskalender drin. Ein Duschgel drin enthalten von La Nuit Trésor, 50 ml. Also, Spoiler-Alarm, man sollte den Duft mögen. Ansonsten hat man wahrscheinlich mit dem mit dem Kalender ein kleines Problem, ne? Ja, okay. Hatte ich auf der Homepage gesehen. Finde ich ziemlich genial. In der Nummer 7 haben wir die Lancôme Hypnose Drama Mascara in einer Full Size drin. Also das ist halt eine Originalgröße. Ja, natürlich, wenn ich 95 Euro für sowas ausgebe, dann möchte ich auch wirklich Kabitjes dahinter haben. Und ich glaube auch, dass wenn man ein Geschenk zum Valentinstag im Wert von 95 Euro verschenkt, dass man sowas auch erwartet. Ne? Ein gewisses Luxusfeeling. Ach, du ahnst es nicht. Sehr stark parfümiert, natürlich auch rosenmäßig angehaucht, aber zieht euch mal rein, wie dieses Faserbürstchen aussieht. Das sieht ja aus wie ein sich bewegender Wurm. Ich weiß echt nicht, was diese Form mit den Wimpern anstellen soll, was das Krasses machen soll, muss ich mal ausprobieren. Aber auch das wieder passend, ne? Weil Valentinstag, krasse Wimpern, Wimpern sind hier, krasse Wimpern für einen schönen Augenaufschlag. Sammy legt mir seine Pfote aufs Bein. Maus. Soll Fräuchchen dich in den Arm nehmen und lieb haben, weil es ein Valentinstagskalender ist? Ja, liebe Maus. Oh. Ist er nicht ein Charmeur? Ja, ein Herzensdieb, ne? Genau, das passt auf jeden Fall.
Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Sammy hat zwar im Dezember Geburtstag und ich im Februar, aber trotzdem, das reimt sich halt, ne? Hier habe ich drin von Lancôme die Renergieux wieder Augencreme. Multilift Ultra Augencreme, 5 ml. Also schon passend, dass wir hier auch wirklich Augencremes drin haben, um so einen strahlenden Blick zu bekommen. Ich muss aber sagen, dass ich das cool finden würde, wenn wir hier so auch eine Gesichtscreme drin finden würden, ne? Noch haben wir nämlich keine. Und in der neuen dürfen wir uns dann tatsächlich über eine Gesichtscreme freuen. Die Hydra Zen Anti-Stress Moisturizing Cream Gel Geschichte. Mit 15 ml. Das finde ich schön. Und da kann man auf jeden Fall dann die Hydra Zen Reihe einfach mal mit dieser Gesichtscreme ausprobieren. Ach krass, in der Nummer 10 darf es jetzt mit dekorativer Kosmetik weitergehen. Da habe ich nämlich drin Eva Cerns Longue Tenue Long Lasting Softening Concealer mit Lichtschutzfaktor 30 in der Farbe 05 Beige Sable. Das finde ich spektakulär. 5 ml, was ich sehr, sehr viel für einen Concealer finde. Ich bin gespannt, ob die Farbe passt. Das sieht so dunkel aus. Freunde des guten Geschmacks, das ist krass. Nimmt die Kamera das auf? Man könnte natürlich auch ein Swatch im Internet sich anschauen, ne? Na, ich weiß ja noch nicht. Ich denke, das wird mir zu gelb und zu dunkel sein. Und deswegen gehört es für mich auch eigentlich eher weniger in einen Kalender hinein, weil man halt nicht weiß, was hat halt diejenige oder derjenige, der oder die diesen Adventskalender, diesen Kalender aus, ich bin ein bisschen durcheinander, auspackt, für ein Teint, ne? Das ist schwierig. Gut, in der Nummer 11 habe ich jetzt das Advanced Genifique Concentré Activateur de Jeunesse, das Youth Activating Concentrate mit 10 ml. Das ist ein schönes Produkt, was sich sehr, sehr schön auf der Haut anfühlt, sehr weich ist und auch wirklich ein schönes Hautgefühl gibt. Also kann ich sehr empfehlen und ich mag es einfach, das haben wir öfters auch in Adventskalendern drin, dass wir hier so eine kleine Fiole haben mit einer Pipette, ne? Das ist schon hübsch gemacht, ja. Ach Mensch, guck mal, in der Nummer 12 haben wir einen Toner drin und zwar, ein Rehydrating Comforting Toner für trockene Haut hat sie, auch für so eine sensible Haut hat sie, 50 ml und das kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich bin bei sowas immer ein bisschen vorsichtig, weil ich mir denke, da sind doch garantiert auch super viele Parfümstoffe oder sowas drin. Es riecht zart nach Rose, aber vielleicht geht es wirklich klar, mal schauen. Ja, die Nummer 13 enthält so einen Klassiker, ne? Das ist dieser Kohlkajal, den wir auch in Lancôme Adventskalendern und so finden. 0,7 Gramm sind hier drin enthalten. Das kann man halt für einen Easy Smoky Eye Look nehmen oder halt generell, wenn man sich einen Eyeliner damit zieht, ne? Ja, ist schon okay, hat seine Daseinsberechtigung. Gibt genug Menschen, die diesen Kajal immer wieder feiern. Sonst wäre er da auch gar nicht drin, glaube ich, oder? Es will nicht raus, Leute. Es will nicht raus. So ein schöner Flakon. Ei. In der Nummer 14 am Valentinstag bekommen wir dann auch unsere versprochene Full Size von dem Lancôme La Nuit Gedönsen. Und da will ich jetzt endlich mal dran riechen, denn ich weiß gar nicht, wie es riecht. La Nuit Trésor. Mhm. Upsala. Oh, das riecht gut. Oh, das riecht jetzt schon gut. Oh mein Gott, ja. Oh, ich habe die Duftnoten nämlich gelesen und da habe ich mir schon gedacht, das schreit meinen Namen. Rose, Vanille, so ganz warm, blumig, ganz, ganz toll. Also mag ich richtig, richtig gerne den Duft. Oh, das feiere ich. Und das ist 63 Euro, ne? Das ist halt schon das wertigste Produkt aus dem ganzen Kalender. Und ja, also das ist sein Geld hier schon wert, ne? Das kann man nicht anders sagen. Wir haben hier ganz, ganz tolle Produkte drin enthalten, die alle dann auch wirklich darauf hinauslaufen, dass man am Ende diese Full Size von dem Parfum bekommt, was einfach eine schöne Sache ist. Man spart dabei halt auch ein bisschen Geld, weil man zahlt 95 Euro. Ich finde die Produkte schön. Ich finde das total toll, diesen Kalender zum Valentinstag mir selbst geschenkt zu haben, nachträglich einen Monat später. Aber trotzdem, schön, schön. Und dieses Parfum finde ich genial. Schreibt mir gerne eure Meinung mal dazu in die Kommentare. Und ja, dann war es das hier. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen, nehmen wir die Adventskalender-Unboxings von 2022, ne? Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!